Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video hier auf meinem Channel. Ja, heute noch ein brandaktuelles Steelbook, welches ins Haus gekommen ist. Gestern hatte ich euch den Film Brightburn im Steelbook vorgestellt und heute ist tatsächlich doch schon das 4K-Steelbook zum neuen Godzilla-Film gekommen, Godzilla 2. Ich freue mich schon riesig auf dieses Event, ja, und ich habe den Film schon im Kino gesehen und fand den richtig mega, ein bildgewaltiges Epos. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt das 4K-Steelbook zugelegt und das schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Ja, hier haben wir das 4K-Steelbook zu Godzilla 2 und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. Wir haben hier eine J-Card drauf mit Klebepunkten. Und die entfernen wir jetzt mal. Ich will mir das Backartwork noch nicht ansehen, denn ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Und deshalb soll das eine Überraschung bleiben. Aber wir schauen uns zuerst mal hier die J-Card an, die jetzt ein bisschen hier verkrumpelt ist. Godzilla 2 King of the Monsters, limitierte 2-Disc Steelbook Edition, 4K Ultra HD und das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Wir schauen uns die Rückseite an, eine typische J-Card mit einem Szenenbild, einer kleinen Inhaltsangabe und etlichen Spezifikationen. Der Film geht ca. 132 Minuten lang. Ja, wir schauen uns das Steelbook selbst an und das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Wir haben ein mattes Steelbook, das im gezeichneten Artwork daherkommt. Wir sehen im Vordergrund Godzilla höchstpersönlich. Unten nochmal den Schriftzug Godzilla 2, King of the Monsters. Leider keine Glanzeffekte vorhanden, keine Prägung vorhanden. Aber dennoch finde ich dieses Design sehr, sehr geil. Wobei ich sagen muss, dass es mir auf den Produktbildern zu Anfang gar nicht gefallen hat. Aber hier live jetzt doch wirklich richtig mega. Ja, wir schauen uns das Spine an und dieses sieht so aus. Godzilla 2, King of the Monsters, 4K Ultra HD und das Ganze passt farblich zum Rest des Steelbooks. Wir gehen auf die Rückseite und auch das sieht geil aus. Und jetzt werde ich auf die Probe gestellt. Jetzt müsste ich mich, jetzt muss ich mich erinnern. Ich glaube, Ghidorah ist das, ja, aber ich bin da nicht so drauf mit den Namen, ja, also bewerft mich nicht mit Steinen, wenn es jetzt falsch war, aber ich glaube, das ist Ghidorah. Und ja, es sieht auf jeden Fall auch richtig mega aus. Wir öffnen das Ganze mal und dann sieht das aufgeklappt so aus. Und es ist ein durchgehendes Artwork, welches etwas durch das Spine unterbrochen wird. Aber da die Farbgebung auf dem Spine passt, passt es allgemein doch trotzdem zu diesem Steelbook, welches mir sehr gut gefällt. Ja, wir schauen in die Innenseite. Wie anfangs erwähnt, ein 2-Disc Steelbook. Und ich schiebe es mal hier ein bisschen zur Seite, damit die Softbox nicht so spiegelt. Die Discs sind relativ unspektakulär gestaltet. Wir haben hier die 4K-Disc. Und wir haben hier die normale Blu-ray-Disc. Und das Innenartwork sieht dann so aus. Ist okay, hätte ich mir jetzt trotzdem noch was Spektakuläreres vorstellen können. Aber wie gesagt, das Außendesign vom Steelbook gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin sehr zufrieden mit dieser VÖ. Preisspanne 4K Steelbook, wir liegen hier so bei 35, 36 Euro. Je nachdem, wo man es kauft, kann das mal ein paar Euro schwanken. Muss jeder für sich entscheiden, ob ihm das wert ist. Ich bin mit diesem Steelbook sehr zufrieden. Ich wechsle nochmal die Position, sage noch ein paar Worte, bis gleich. Ja, das war das 4K Steelbook zu Godzilla 2. Ich fand den Film mega und ich bin auch schon auf die 4K-Auswertung im Heimkino gespannt. Das Bild wird bestimmt bombastisch sein. Das Steelbook hätte laut Amazon erst am Montag ankommen sollen, frühestens vielleicht noch jetzt Samstag, aber da wäre ich auch auf der Weekend of Hell gewesen und deshalb bin ich doch froh, dass es wirklich noch heute angekommen ist. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Godzilla 2 findet. Wie findet ihr dieses Steelbook? Schreibt mir das alles unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir sehr gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video von mir verpasst und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.
We'll be right back.